So, heute geht's weiter an den Palettenwerkbänken. Wir haben jetzt die Platten zugeschnitten. Und jetzt packst du mal die einfach oben drauf. Es ist so simpel, so einfach und jeder kann es zu Hause nachmachen. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal. Hier, das sind ja unsere Palettentische. Und da haben wir jetzt einfach die Platten drauf gemacht vom Recyclinghof. Ich glaube, das sind solche Schalungswände vom Bau. Die kann man sich dort einfach holen. Das kostet nichts. Und so einfach habt ihr da eine Werkbank. Da könnte man später noch Schublade hinmachen, Ablagefächer, sonstiges. Also ich würde mal behaupten, es ist eine solide, stabile Werkbank. Die erste ist somit schon ziemlich fertig. Und das Ganze geht dann hier drüber weiter. Ich muss erstmal wieder Platz schaffen. Hier liegt schon wieder alles voll, weil ich schon wieder angefangen habe zu arbeiten, bevor man die ganze Sache hier fertig hatte. Aber ich glaube, das wird ganz cool am Schluss. Jetzt wollen wir hier die Ecke noch ein wenig verrunden, dass wenn ich mal wieder tollpatschig wie immer Vollgas die Gegend renne. Wie ihr gesehen habt, mein Vater macht jetzt hier so einen oldschoolen Trick, nimmt einen Deckel, malt einmal drumherum und dann kann ich gleich mit der Stichsäge hier einfach dem Strich entlang zuschneiden und dann sind wir schon soweit. Dann ist schon der erste Tisch fertig. Probiere mich jetzt hier mal dran, entweder klappt es oder nicht. Ich mache es lieber von der Seite, liegt mir besser. Wie ihr seht, eine schöne Rundung. Ich kann mir nicht mehr weh machen. Und es sieht super aus. Das Ganze mache ich jetzt auf der anderen Seite noch. Und dann ist der erste Tisch wirklich schon fertig. Ja, mein Sägeschnitt war jetzt doch nicht ganz perfekt. Deswegen tun wir das jetzt nochmal schön machen. Und Kante winken gerade und dann sieht es auch wirklich gut aus später. Perfekt. Da merkt man halt, wer mit Holz aufgewachsen ist und wer mit Metall aufgewachsen ist. So, der erste Zuschnitt haben wir. Wir haben jetzt die eine Platte zugeschnitten, um hier drüben weitermachen zu können. Jetzt schauen wir mal, ob das Ganze passt oder ob wir voll daneben liegen. Aber das kann man nicht vorstellen, wenn zwei Profis am Werk sind. Bin ich froh, wenn wir die Werkbank fertig haben, dann muss ich den Scheiß hier immer von links nach rechts räumen die ganze Zeit. Oh,
Ich zeig's euch jetzt mal kurz noch von vorne. Endlich können wir Zeug abstellen und noch stehen lassen. Also wir haben jetzt die Platten aufgesetzt. Richtig stabil. Alles vom Recyclinghof. Die ganze Werkbank habe 0 Euro gekostet. Also ich denke, es ist wirklich für einige von euch interessant, sowas zu bauen, zu basteln. Low-Budget-Projekte. Das Bier auf dem Tisch war teurer wie der ganze Rest. Kann sich sehen lassen, malen wir noch ein bisschen an, flammen es noch ein bisschen an. Oh ne, ist das doch geil, oder?